Gut, herzlich willkommen zur heutigen Nachmittagspräsentation, direkt nach dem Lunch. Das kann ein Vorteil sein für uns, weil es vielleicht der Dessert ist. Vielleicht ist auch eine kleine Herausforderung, dass jeder so ein bisschen in seine parasympathische Phase abtaucht. Wir hoffen, das Erste ist der Fall und möchten Ihnen eine Präsentation bezüglich Fabrics näher bringen. Also was heißt es, Netzwerkfabrics als Vorboten des Software-Defined Data Centers? Mein Name ist Lukas Ehrensberger. Ich bin bei der EMC in der Geschäftsleitung für das Data Protection Business verantwortlich. Ich stelle Ihnen den Präsentator vor. Sein Name ist Johannes Weingart. Er arbeitet seit geraumer Zeit bei Brocade. Brocade ist einer unserer langjährigen Partner, glaube ich, über 15 Jahren bereits unterwegs mit ihm zusammen viele gemeinsame Projekte realisiert. Software-Defined Data Center, wenn Sie wahrscheinlich hier in der Ausstellungslandschaft rumlaufen und die Leute fragen, kriegen Sie genauso viele Antworten wie Aussteller, was das überhaupt ist und kann und was wichtig daran ist. Schauen Sie sich die Präsentation von Herrn Weingart an. Ich habe sie auch gesehen, diese Präsentation, und mich hat sie sehr überzeugt. Ich glaube, sie liefert wichtige Inputs für Sie und Ihre Unternehmung in diesem Bereich. Ich übergebe an dieser Stelle an Sie, Herr Weingart. Vielen Dank. Ja, guten Tag, guten Nachmittag. Für die heutige Präsentation habe ich ein paar Punkte zusammengestellt. Zum einen eine Einleitung, eine Motivation, warum das Ganze überhaupt, dann eine Einführung in das Thema Ethernet Fabrics. Warum Ethernet Fabrics, was ist das überhaupt, was für Prinzipien stehen dahinter? Dann das Software-Defined Data Center, was für Hintergründe haben wir dort? Was sehen wir also unter dem Begriff Software-Defined Data Center? Und dann zum Schluss also die Synthese, wie passt das Ganze zusammen? Also wie sind Ethernet Fabrics in Relation mit dem Software-Defined Data Center? Was liefert die Ethernet Fabric dem Software-Defined Data Center? Und dann die Zusammenfassung. Wenn man sich das IT-Umfeld anschaut, wenn man sich die Data Center-Situation anschaut, dann haben wir heute eine Vielfalt von Herausforderungen. Wir haben dieses Thema Kostenreduktion. Wir haben das Thema Eliminieren von Komplexität. Wir haben das Thema schnelle Bereitstellung von Applikationen. Wir reden da nicht mehr von Monaten und Wochen, wir reden von Stunden und Minuten. Wir haben das Thema Service Orientation, dass die IT-Organisation innerhalb des Betriebes unter Druck kommt von Cloud-Service-Anbietern, die außen anbieten. Und dort wird dann irgendwann mal gefragt, also habt ihr den gleichen Service-Level, habt ihr die gleichen Kostenstrukturen oder könnt ihr das besser als die externen Anbieter? Also das heißt, diese internen Organisationen müssen sich zusehends diesem Wettbewerbsdruck stellen und dafür Antworten haben. Wenn man sich dann das anschaut auf der Cloud-Provider-Seite, für die Cloud-Provider ergeben sich dann noch zusätzlich die Themen, dass ich also Multi-Tenancy-fähig sein muss, dass ich verschiedene Mieter auf meiner Infrastruktur unterbringen muss, die Tenants, die möglichst voneinander nichts hören und sehen wollen, die aber also die Kostenersparnis also sich untereinander aufteilen wollen. Ich muss flexibel mit der Ressourcenzuteilung sein. Ich muss also individuell virtuelle Maschinen, virtuelle Storage-Bereiche, virtuelle Netzwerkbandbreite zur Verfügung stellen können und sie auch wieder zurücknehmen können. Ich möchte ja nicht, also dass ich dann irgendwann mal Stranded Resources habe, Ressourcen, von denen ich nicht mehr weiß, wer besitzt sie jetzt eigentlich, oder blockierte Bereiche, die ich nicht mehr neu vergeben kann. Das ist dann auch die Überleitung zu dem Thema Automatisierung. Also ich muss das Ganze dann auch vollautomatisiert durchführen. Ich muss andere Betriebsprozesse in meiner virtualisierten, in meinem Data Center also aufsetzen. Was funktioniert hat für 10, 15 Klienten, funktioniert nicht für 100 oder 1000 oder gar 10.000 also Einzelklienten. Das heißt, ich muss automatisieren und ich muss massiv skalieren. Ich muss in der Lage sein, mit dieser Infrastruktur wirklich viele Dienste bereitzustellen, automatisiert. Wenn man sich jetzt dieses Data Center anschaut, dann also gibt es da eine ganze Menge Änderungen, also gerade jetzt Brocade, Network aus der Netzwerksicht. Die wohl gravierendste ist das Thema Multiprocessing, also dass Applikationen nicht mehr als einzelne Infrastrukturblöcke also aufgesetzt werden, dass der Hauptverkehr nicht mehr von außen ins Data Center rein, dort wird verarbeitet und dann wieder nach außen geht. Also man spricht da oft von diesem Nord-Süd-Verkehr, von oben nach unten, von unten nach oben, sondern dass diese Applikationskomponenten untereinander kommunizieren. Das können Applikationen sein, das können Speichersysteme sein, das können Speicherbereiche sein und die untereinander kommunizieren. Das heißt also,
zwischen den virtuellen Maschinen, zwischen den Servern. Und also dieser Bereich wird dann oft als also East-West-Kommunikation bezeichnet. Und das führt also praktisch zu einer Verlagerung der Verkehrsströme von Nord-Süd in Richtung East-West-Kommunikation. Wenn man sich jetzt also die Netzwerkstrukturen anschaut, die klassisch im Datacenter vorherrschen, dann sind das typischerweise Ethernet-Strukturen hierarchisch aufgebaut. Oft mit drei Ebenen, Access, Aggregation, Core, Ethernet, Spanning Tree im Einsatz, hat alles wunderbar funktioniert für Nord-Süd-Verkehr, für den Verkehr, der von oben nach unten geht, von unten nach oben, optimal. Spanning Tree liefert eine Active-Passive Protection. Ich kann also wunderbar auch also Redundanz abbilden, zwar für den Preis, dass also auch Infrastruktur nicht benutzt wird. Also wenn beide Leitungen aktiv sein könnten, ist immer davon eine abgeschaltet. Also ich habe immer passiv nicht genutzte Infrastruktur. Aber ich habe diese Protection-Funktionalität. Nur, wenn jetzt der East-West-Verkehr dazu kommt, wenn das Ganze jetzt von links nach rechts laufen muss, dann muss es hier in solchen Strukturen immer hoch runter. Ich kann gar keine Querverbindungen einführen, weil das würde sofort zu Loop-Bildung führen und Spanning Tree würde mir das Ganze wieder wegkonfigurieren. Das heißt, solche Infrastrukturen haben mit diesen neuen Verkehrsflüssen, mit den neuen Anforderungen ein massives Problem. Deswegen hat man sich an die Fabrik-Infrastruktur erinnert und Brocade, also natürlicherweise, weil Brocade aus dem Storage-Bereich kommt, aus den SAN-Systemen und Fiber Channel Fabrics gibt es eigentlich schon seit mehr wie 10 Jahren. Und das hat man, also dieses Prinzip hat man jetzt auf das LAN übertragen, auf das Ethernet übertragen und hat diese Ethernet-Fabrik-Strukturen gemacht. Man verknüpft physikalische Knoten zu einem Cluster und dadurch entsteht ein Innen und ein Außen. Es entstehen innen Interswitch-Links, die gelben in dem Bild hier, und außen externe Edge-Ports, Außenverbindungen. Auf den Außenverbindungen muss ich standardisiert sein. Da muss ich Ethernet sprechen, IP, da muss ich alle Protokolle abbilden. Da muss ich also das tun, was die Außenwelt von mir fordert. Innen kann ich tun, was ich will. Ich kann also ein komplett anderes Protokoll fahren, weil das ja innen ist. Und ich kann mir praktisch ein Protokoll aussuchen, das die Probleme, die ich vorher mit Ethernet hatte, löst. Und ich bin völlig frei in der Wahl dieser Lösung, weil ich nach außen ja nur über die Edgeports nach außen spreche. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns dafür Trill ausgesucht, Transparent Interconnect of Lots of Links, im Endeffekt ein Encapsulation-Protokoll. Es ist ein Ethernet, ein Mac-in-Mac-Encapsulation-Protokoll, ähnlich wie PBT, das man versucht hat. Trill ist standardisiert, gibt es eine ITU-Standard dazu und das neueste Trill ist das Fine-Grain-Labeling-Trill. Dort hat man dann auch den WLAN-Adressierungsbereich erweitert von 12-Bit auf 24-Bit und kann damit 16 Millionen WLAN-Planes innerhalb von Trill abbilden, innerhalb von so einer Fabrik. So, und mit diesen Fabrik-Lösungen kann ich jetzt meine Probleme lösen. Ich kriege auf der Transportebene Multipassing. Ich kann also praktisch also zwischen den Knoten parallele Wege nutzen, mit Equal Cost Multipassing, auch als Algorithmus, also das entsprechend Load Balancen. Ich kann auf den einzelnen Links Frame-Based Aggregation machen. Das ist eine proprietäre Technologie, auch aus dem Fiber-Channel-Bereich übernommen. Und ich kann Multipassing auch auf der Default-Gateway-Seite machen, also mit nicht nur 2 Default-Gateways, sondern heute bis zu 4. Und wir arbeiten daran, also in Richtung Floating-Gateway, dass jeder Port also auf so einer Fabrik auch ein Default-Gateway sein kann. Ich habe schon gesagt, aktiv, dadurch, dass also ich Multipassing-fähig bin, kann ich alle Pfade nutzen. Wenn jetzt ein Pfad ausfällt, habe ich immer noch den anderen Pfad zur Verfügung. Das heißt also in diesem Protection-Fall, die klassische Aktiv-Passiv-Protection war immer so, ein Pfad aktiv, der fällt aus, dann erkenne ich den Ausfall, dadurch, dass halt die Verbindung null ist oder die Applikation weg ist. Und dann erst schalte ich den Protection-Part wieder hoch und dann bin ich wieder in Betrieb. Aber jede Aktiv-Passiv-Protection hat immer ein Gap, während eine Aktiv-Aktiv-Protection einfach nur die Bandbreite moduliert. Ich habe beide Pfade aktiv, ich habe die doppelte Bandbreite, ein Pfad fällt aus, ich habe immer noch die eine Bandbreite. Ich habe keinen Gap dazwischen drin, der auf null runtergeht. Ich habe flache Topologien. Ich kann praktisch beliebig vermaschen, ich kann Ringe bauen, ich kann Sterne bauen, ich kann Maschen bauen, ich kann Leaf-Spine-Architekturen bauen. Ich bin nicht eingeschränkt. Bei Ethernet war ich immer eingeschränkt durch also die Notwendigkeit, dass ich Loops vermeide. Und ich habe das Skalierungsproblem im Griff, dadurch, dass ich mit dem Fine-Grind-Labeling-Trill bis zu 16 Millionen Planes aufbauen, WLAN-Planes aufbauen kann. Ein Vorteil von diesen 16 Millionen Planes,
ergibt sich dann, wenn ich hergehen kann und so solche überlappenden Strukturen bauen kann. Also das klassische Multi-Tenancy-Problem im Datacenter ist, ich habe einen Kunden, der hat das WLAN 100, es kommt ein zweiter der Kunde dazu und der sagt, ich möchte aber auch WLAN 100, weil meine Applikation ist so konfiguriert, ich möchte WLAN 100 und dann habe ich aber nicht die Möglichkeit, einem anderen ein WLAN 100 zu geben, weil das ja schon verbraucht ist. Wenn ich innerhalb von so einer Fabrikstruktur, von so einer LAN-Struktur 16 Millionen Transportplanes abbilden kann und ich habe einen intelligenten Mapping-Prozess, kann ich von außen nach innen einfach mappen. Ich kann hergehen und kann sagen, okay, der eine Kunde, jetzt in dem Fall ist es mit 10, der grüne Kunde hat das WLAN 10, das mappe ich auf eine interne Transportplane von 5000 irgendwas. Und der andere, der blaue, hat auch 10 und dann mappe ich einfach auf eine andere Plane und damit kann ich sie auseinanderhalten. Ich habe die Tenant-Trennung. Und ich kann überlappende WLAN-Strukturen abbilden. Das nur mal als ein Beispiel, wie man sowas machen kann. Der weitere Punkt von diesen Fabrikstrukturen ist die Automatisierung. Das haben wir auch einfach wieder übernommen, also als Brocade, also übernommen aus der Fiber-Channel-Fabrik-Seite. Diese Fiber-Channel-Fabriks sind schon eben seit 10 Jahren am Markt und sind vollkommen durchautomatisiert. Und das gleiche Prinzip haben wir für die Ethernet-Fabrics. Also das heißt, ich brauche eigentlich nur die Knoten nehmen. Ich muss den Knoten sagen, dass sie also einen Cluster bilden dürfen. Also das Virtual Cluster Switching muss enabled werden. Und dann verbinde ich einfach nur noch die Knoten mit den Kabeln. Der Rest passiert automatisch. Das heißt, die Knoten erkennen sich untereinander. Die erkennen, diese Links dazwischen drin sind Knoten zwischen Clusterknoten. Damit Interswitch-Links werden automatisch konfiguriert. Und dieser ganze Knoten bildet sich komplett automatisch. Die Fabric Formation ist ohne Eingriff durch den User. Der ganze Knoten verhält sich wie ein logischer Knoten. Das ist ähnlich wie bei Multichassis Trunking. Bei Multichassis Trunking, also wer das schon mal gesehen hat, da habe ich zwei physikalische Knoten aus Redundanzgründen, die zusammen einen logischen Knoten bilden, sodass ich keinen Single Point of Failure habe. Und dort ist auch also praktisch also diese Vereinigung von zweimal Physik in einen logischen Knoten. Das genau so arbeiten Fabrics, aber nicht nur mit zwei Knoten, sondern in unserem Fall mit bis zu 48 Einzelknoten. Also ich kann so Cluster aus 48 Einzelknoten so zusammenfügen, dass die nach oben in Richtung Management sich so darstellen wie ein Chassis. Die einzelnen physikalischen Knoten sind dann die Blades in einem Chassis, in einem Chassis und nach außen hin hat das Ding einen Management-Port, eine sort of Anbindung an das Orchestration-System. Die gesamten Dinger sind self-forming, also die bilden sich automatisch, die sind self-healing. Wenn ein Knoten ausfällt, dann wird er entsprechend aus der Forwarding-Matrix entfernt. Wenn ich die Matrix im Betrieb erweitern will durch weitere Knoten, durch weitere Links, dann tue ich das einfach, dann schalte ich einfach die Knoten dazu, die der Cluster erkennt, er hat zusätzliche Ressourcen und baut die in die entsprechende verteilte Forwarding-Matrix mit ein. Und ganz wichtig, die Control-Plane. Die Control-Plane im klassischen Sinne hat jeder Knoten eine eigene verteilte Control-Plane. Das ist so der klassische Ansatz im Datacenter, einzelne Knoten, Forwarding-Plane und separate eigene Control-Plane. Die klassischen Protokolle IP Ethernet sind alle darauf aufgebaut, dass sich diese Control Planes untereinander finden. Dann lernen die Topologie über ARP und über sonstige Mechanismen, aber finden sich so zusammen. In einer Fabrik gibt es nur noch eine Control Plane, nämlich die Fabric Control Plane, und die ist über die Knoten verteilt, sodass jeder Knoten eine Instanz ist, die diese Fabric Control Plane hält. Das heißt, wenn ein Knoten ausfällt, macht es für die Control Plane gar nichts, weil sie lebt ja noch auf den anderen Knoten weiter. Also das ist die verteilte Control Plane. Und warum ich das jetzt so ausführlich also darstelle, das ist nämlich schon der erste Schritt in eine zentrale Control Plane. Und die zentrale Control Plane, die Idee, dass ich keine verteilten Control Planes mehr habe, sondern eine zentrale Control Plane, die das gesamte Netz steuert, ist im Datacenter neu, heißt dann OpenFlow, ist im Bereich der klassischen Transportnetze, da komme ich eigentlich ursprünglich her, nicht neu, also weil also networkweite Carrier-Transport-Management-Systeme gibt es seit 10 Jahren, die dann halt die Cross-Connects steuern, die dann die Leased Lines bereitstellen. Und OpenFlow ist im Endeffekt nichts anderes, als OpenFlow als Teil von SDN ist nichts anderes als eine zentrale Control-Plane, die dann die Pfade, die zukünftigen Leased Lines, also zentral steuert. Der Vorteil von dieser zentralen Steuerung ist,
Ich kenne das Netz, das darunter liegt. Also ich kann dem Controller sagen, wie das Netz ausschaut und dann steuert er das optimal. Ich kann ihm auch die Zustände des Netzes sagen, wenn ich monitore, wenn ich Performance-Monitoring mache und diese Performance-Monitoring-Daten mit verknüpfe, kann ich optimal in diesem Netz routen. Ich brauche nichts lernen, ich brauche nicht aus einer lokalen Sicht heraus Entscheidungen zu treffen, sondern ich kann aus einer Gesamtplanungssicht heraus die Entscheidung treffen und bin dadurch viel optimaler zum einen und ich kann damit also auch sehr elegant das Multi-Tenancy-Problem lösen, weil der eine Controller bedient halt 100 Kunden und für diese 100 Kunden managt er halt also jeweils die Flows separat. Also das nur als Einstieg, Fabric ist auch der Einstieg in OpenFlow und in zentralisierte Control-Planes. Das hier ist noch das Bild also dazu, diesen traditionellen Management, wo ich also die einzelnen Knoten habe, die ich dann auch einzeln manage. Das heißt, ich habe jeden Knoten einzeln, auf jedem Knoten mache ich dann einzeln mit CLI irgendwelche Commands, ist also sehr aufwendig. Oder eben, ich gehe hier an eine Fabrik ran, die ist ein logischer Knoten, ein Managementpunkt, wo ich dann also ein Single Point of Management habe. Da jetzt noch mit einem Operator und CLI, in Zukunft dann auch das also automatisiert, da hängt dann ein Orchestration-System dran und steuert neben der einen Fabrik vielleicht noch 100 andere Fabrics und steuert neben dem dann auch noch die Hypervisor von den Servern und die Storage-Controller. Damit steuert das gesamte Datacenter von einem Punkt aus. Und hier habe ich also das schon vereinfacht, dadurch, dass ich nur einen Management-Zugang habe. Ich habe auch das ganze Thema Software-Upgrade vollautomatisiert, anstatt dass ich jedem Knoten einzeln eine neue Software aufspielen muss und rebooten und solche Sachen, läuft das alles zentral über einen Zugang. Ich spiele einmal die Software ein und der restliche Prozess, der Upgrade der Einzelknoten, ist wie in einem Chassis auch, also ein Verteilprozess, der völlig automatisch läuft. Ich habe auch einen Monitoring-Zugang, wenn ich irgendwelche Flows abgreifen will, S-Flow, sonst irgendwelche Performance-Daten, dann lese ich die von einem logischen Knoten aus und nicht so von vielen verteilten, wo ich dann also die Daten dann wieder zusammensortieren muss oder sonst irgendwas. Das ist ein Single Point. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema der Fabric. Also ich habe davor schon gesagt, Fabric, Self-Forming, Self-Healing schon sehr stark automatisiert. Ein großes Problem, was diese modernen Datacenter haben, ist das Thema Virtual Machine und Virtual Machine Mobility. Wenn ich solche großen Datacenter anschaue, dann habe ich da oft Hunderte oder bei richtig großen Dingern Tausende von Servern oder Blade-Centern, auf denen zum Teil 5.000, 6.000 virtuelle Maschinen laufen. Und diese ganzen virtuellen Maschinen sind unter Umständen auch noch ständig in Bewegung, weil ich halt also für Load Balancing, für Redundanz, für sonst irgendwas neue Maschinen dazu konfiguriere, andere wieder lösche, Maschinen verschiebe. Man hat mal eine Zeit lang gedacht, das Verschieben wäre eigentlich das Hauptthema. Aber mittlerweile ist man so weit, dass also das Hauptthema eigentlich das Dazukonfigurieren von neuen Maschinen oder das Löschen von alten Maschinen ist. In jedem Fall ist es aber so, dass dann neue virtuelle Maschinen an neuen Ports so von diesem LAN auftauchen. Und jede virtuelle Maschine braucht ja ihre Zugehörigkeit zu einer Tenant-Gruppe, also irgendein WLAN, mit dem sie arbeitet. Sie hat Access-Control-Listen, sie hat irgendwelche Bandbreiteneinstellungen, sie hat Anforderungen an das Netz, die bereitgestellt werden müssen. Typischerweise durch ein Portprofil. Und normalerweise muss immer das Portprofil an der Fabric zu der virtuellen Maschine passen, die daran angeschlossen ist. Wenn da jetzt also so eine Dynamik stattfindet, dann bin ich eigentlich an der Fabrikseite immer am hinterher konfigurieren. Und das geht bei großen Installationen einfach, also das geht schief, also das schafft keiner mehr. Deswegen muss ich das automatisieren. Und das Thema dort ist also dann das Thema Automatic Migration of Port Profiles. Das, was von einer virtuellen Maschine immer bekannt ist, ist die MAC-Adresse. Die hat eine MAC-Adresse, die wird ihr zugeteilt bei der Creation. Und das andere, was ich habe den Fabric-Cluster, ich habe innerhalb der Fabric einen logischen Knoten, der alle Ports kennt und der alle Portprofile kennt, weil das ja ein Knoten ist, logisch gesehen. Das heißt, ich gehe jetzt her und programmiere meine Portprofile in die Fabric rein. Und wenn jetzt also von unten eine virtuelle Maschine angeschlossen ist an einem Port, dann sehe ich diese MAC-Adresse an dem Port. Und dann kann ich jetzt hergehen und kann da sagen, okay, Control Plane, dieses Portprofil gehört zu dieser MAC-Adresse und sobald die MAC-Adresse dort auftaucht, wird das entsprechende Profil auf diesem Port aktiviert. Das heißt, ich habe schon den ersten Schritt zur Automatisierung gemacht. Aber ich muss immer noch die Profile entsprechend programmieren und ich muss auch die Verknüpfung MAC-Adresse zu Profil noch manuell machen.
Der nächste Schritt ist, dass man hergeht und sagt, aber das will ich auch nicht, sondern ich habe ja schon den Hypervisor, ich habe ja VMware, ich habe vCenter und dort habe ich ja die virtuelle Maschine angelegt, dort kenne ich sie schon, dort habe ich die MAC-Adresse schon und dort kann ich ja auch das Portprofil anlegen und dann lernt die Infrastruktur von da. Dann habe ich das klassische Dilemma aufgelöst, dass ich Daten mehrfach halten muss, sondern ich habe sie nur einmal gehalten und der Rest von der Infrastruktur lernt. Und in dem Augenblick habe ich es wirklich automatisiert. In dem Augenblick kann ich jetzt wirklich meine virtuellen Maschinen wild hin und her laufen lassen, ohne dass ich das dauernd hinterher konfigurieren muss. Ich kann es dann nur noch beschränke mich dann nur noch aufs Überwachen, dass halt also dann alles auch so läuft, wie es laufen soll. Das ist Stand heute implementiert, läuft für VMware. Wir können das auch mit anderen Hypervisern, aber dafür müsste halt entsprechend dann der Business Case auch da sein. VMware ist halt bei Weitem der Marktführer an der Ecke und deswegen haben wir es halt zuerst bei VMware gemacht. Langfristig wird sich diese Thematik, also die ja eine horizontale Integration ist, eh auflösen in Richtung vertikale Integration. Wenn nämlich also das hier unten die Physik ist, also hier die virtuellen Maschinen, hier die virtuellen Netzbereiche, dann wird in Zukunft das Ganze unter einem Orchestration-System hängen und dann wird die Creation, also die Tenant-Creation hier oben stattfinden und dann wird die Information in vCenter runtergeladen und die wird die Information ins Netzwerk runtergeladen und dann brauche ich keine horizontale Integration mehr, dann mache ich das vertikal. Aber da sind wir noch, ich würde mal sagen, ein Jahr oder zwei davon entfernt, also um das wirklich in der Praxis umzusetzen. Da gibt es schon also die großen Cloud-Service-Provider, die an diesen Themen arbeiten. OpenStack ist also ein Stichwort an der Stelle, aber in der Breite ist sowas heute durchaus im Einsatz und wird erst in 1 bis 2 Jahren dann wirklich also durch solche neuen Strukturen abgelöst. Das war also praktisch das Thema Automatic Migration of Port Profiles. Und jetzt gehen wir zum Software-Defined Data Center. Ich habe da zum Teil schon immer wieder mal ein bisschen was dazu gesagt, aber mal aus Brocade-Sicht, was ist das Software-Defined Data Center? Das Software-Defined Data Center ist im Endeffekt ein Data Center, in dem die Compute-Ressourcen, die Storage-Ressourcen, die Netzwerke, SAN und auch LAN in Fabrikstruktur, aber auch die Funktionen wie Router, wie Firewall, wie Load Balancer oder Security Appliances, Enkryptoren, virtualisiert sind. Die Server virtualisiert als virtuelle Maschinen, die Storage-Systeme als virtuelle Speicherbereiche, die Netzwerke in ihren klassischen Formen als VLANs, Virtual LANs, die Funktionen hier hinten als Network Function Virtualization. Und diese Infrastruktur steht zur Verfügung, wird kontrolliert durch die entsprechenden Controller, durch die Hypervisor, durch die Storage Controller oder durch die Netzwerk Controller, SDN Controller im Netzwerkbereich und wird orchestriert von einer einheitlichen Orchestration Plattform. Und darüber sitzen dann unter Umständen noch die User-Plattformen, die Customer-Terminals, wo dann der Kunde praktisch also seine neuen Services direkt selber anfordert. Das heißt also, so ein Software-Defined Data Center vereinigt Server, Storage und Network-Ressourcen, komplett virtualisiert, Multi-Tenancy-fähig. Ich habe wechselnde Nutzer und Applikationen, die keinen Einfluss mehr auf die physikalische Infrastruktur haben. Ich baue so ein Data Center. Und wenn es fertig ist, fertig verkabelt, schließe ich die Tür zu und das war's. Also ich gehe da nicht mehr rein in dieses Ding. Ich allenfalls also irgendwelche Wartungsleute, die noch Lüfterfilter wechseln oder Sicherungen austauschen. Aber das eigentliche Datacenter läuft praktisch weiter. Die Änderung findet nur auf der Virtualisierungsschicht statt. Ich schalte virtuelle Maschinen ab oder dazu, aber ich schraube keine neuen Server rein. Ich mache Storage-Systeme, also teile ich verschiedenen Tenants zu, aber ich mache jetzt kein neues Storage-System auf für einen neuen User, sondern ich verteile nur die verschiedenen Infrastrukturthemen. Also wechselnde Nutzerapplikationen haben keinen Einfluss auf die physikalische Infrastruktur. Konfiguration und Überwachung der Infrastruktur erfolgt über ein Management-Interface, über RESTful API, also das wird die Zukunft sein. Heute gibt es zum Teil schon Implementierungen mit NetConf, mit verschiedenen Datenmodellen, Young-Modell, sowas, aber die Zukunft wird wahrscheinlich ein REST-API-Ansatz sein.
Und die Implementierung der Dienste oder Applikationen wird zunehmend nicht mehr durch das Operation-Personal gemacht, sondern durch den Kunden selber. Der Kunde selber geht über ein Webportal auf diese Infrastruktur, gibt an, wie viele virtuelle Maschinen brauche ich, wie viel Storage-Bereich brauche ich, wie viel Connectivity brauche ich, soll meine Infrastruktur verteilt sein in verschiedene Lokationen, wie viel Bandbreite brauche ich dazwischen. Während er diese Eingabe macht, tickert an der Seite vielleicht sogar noch mit, also wie viel Dollar oder Euro pro Monat in diese Infrastruktur kostet, und an irgendeiner Stelle drückt er auf den Knopf und dann kommt unten bumm raus, das ist die Infrastruktur, die er kriegt, das ist also das, was er monatlich zahlen muss. In den 10 Sekunden oder 10 Minuten ist das Ganze implementiert, er kriegt eine Mail mit den IP-Adressen, wo jetzt seine Compute-Ressourcen und seine Storage-Ressourcen ansprechbar sind, und dann fängt er an mit der Applikationsimplementierung und implementiert seine Applikationen auf diese physikalische Infrastruktur, auf diese virtuelle Infrastruktur. Also das ist so die Traumvorstellung von dieser ganzen diesem ganzen Szenario. Was es auf der Network-Seite dafür braucht, ist das Thema Trennung der Tenants. Also ich muss also das Netz so aufbauen, dass ich verschiedene Mieter habe, die ich sauber auseinanderhalten kann. Hat man in der Vergangenheit schon gemacht, ist nichts Neues, da hat man WLANs benutzt. Der Nachteil von den WLANs war halt 4096, die Grenze, aber ansonsten war das gar kein schlechter Ansatz. Er war aber netzwerkgetrieben. Also ein WLAN wird vom Netzwerkadministrator eingerichtet. Viele von den Serverleuten haben dann gesagt, das ist uns zu langsam. Also wir wollen nicht erst mit dem Netzwerkadministrator reden, wir wollen davon weg. Und die haben diesen Tunneling-Ansatz aufgebracht. Also Overlay Tunneling ist ein Ansatz, um das zu tun. Dadurch baue ich einfach nur Layer 2 Tunnel über eine IP-Infrastruktur zwischen den entsprechenden Hypervisern. Ist servergetrieben, kann dynamisch passieren, hat aber den Nachteil, dass die Netzwerkleute davon nichts mehr mitkriegen. Müssen sie vielleicht auch nicht, aber sie können dann auch nicht mehr mithelfen, wenn so ein Tunnel nicht mehr auf der anderen Seite ankommt. Also weil dann habe ich diesen Überwachungsgap. Der eine sagt, ich habe ihn doch eingerichtet, warum geht das nicht? Und der andere sagt, ja, ich kenne deinen Tunnel gar nicht. Ich kenne nur mein Netz, ich kenne meinen IP-Layer und der geht. Das heißt also Overlay-Tunneling als eine Möglichkeit, WLAN-Planes als die andere Möglichkeit, klassische WLANs im Betrieb, viel Erfahrung vorhanden, haben aber dieses Skalierungslimit mit dem Fine-Grind-Labeling-Trill, habe ich vorhin schon angesprochen, können wir zum Teil das lösen, dadurch, dass wir überlappend die Bereiche mehrfach anbieten. Anstatt dass er einmal 4096 WLANs benutzt, benutzt er halt zweimal oder dreimal 4096 WLANs, das hilft ihm schon mal was. Oder eben er kann direkt 16 Millionen freie WLANs, also direkt adressieren. Auf der Netzwerkseite ist es auch nicht so ganz neu. Also dort hat man halt schon relativ früh, vor ein paar Jahren, angefangen mit QNQ, Double-Tagged WLAN. Und dort hat man auch, also zweimal 12-Bit, hat man auch die 24-Bit und die 16 Millionen Planes, indem man halt Double-Tagging eingeführt hat. Auf der Datacenter-Seite kann man mit dem Trill-Ansatz genau das Gleiche erreichen. Die Zukunft wird aber nicht eins von diesen beiden Lösungen sein. Die Zukunft wird weder aus unserer Sicht weder Overlay-Tunneling sein, noch WLAN-Planing, sondern die Zukunft wird OpenFlow sein, wo ich also das Flow-Management mache, zentralisiert. Und damit habe ich beides, also habe ich auch eine Lösung, die aber beide Vorteile vereinbart, miteinander verknüpft. Ich habe also eine saubere Trennung. Ich habe also auf der Netzwerkseite kenne ich die Flows, und die Flows kann ich auch über die zentrale Orchestration-Schicht steuern. Das heißt, ich kann die Flows dynamisch steuern, ich brauche nicht extra Nachfragen. Auf der anderen Seite kenne ich aber die Flows im Netzwerk und kann auch entsprechend entstören. Wichtig ist, also diese ganzen Strukturen müssen Layer 3 transparent sein. Also ich möchte die Mobility in meinem Datacenter, ich möchte eine Layer 2 Connectivity, ich möchte nicht anfangen, mit den Subnets rumzukellnern. Es gibt zwar Ansätze mittlerweile auch, also gerade bei diesen Hyperscale-Architekturen, Google, Facebook und sonst irgendwas, die promoten das IP-Netz bis runter auf die Tor-Strukturen. Die haben aber dann also spezielle Anwendungsfälle im Kopf, also für die das also Vorteil macht. Für ein universelles Cloud-Data-Center-Umfeld würde eine Layer-3-Infrastruktur bedeuten, ich müsste ständig zwischen Subnets hin und her springen und ich müsste also anfangen, schon sehr früh zu routen. Und das vermeidet man typischerweise. Und ich muss skalieren, also das heißt, ich muss in solchen Infrastrukturen
eine Vielzahl von Tenants abbilden, also mehrere tausend zumindest, und also der Bereich von mehreren Millionen, 16 Millionen ist zumindest heute durchaus noch also ausreichend groß. Es gibt allerdings auch da schon wieder in der Ferne bei diesen Hyperscalern, also die halt viel auch Public Clouds machen, durchaus dann auch schon wieder die Frage, was passiert, wenn wir den 16 Millionen Kunden bei Amazon Web Services haben, dann läuft man da halt in neue Grenzen rein. Nur die werden es dann unter Umständen auch komplett anders lösen. Aber bei dem Bereich der Virtual Private Clouds, bei den Industrielösungen hat man da noch beliebig Zeit. Also ich habe vor kurzem mal so eine Studie gesehen von der T-Systems für Deutschland. Die rechnen in den nächsten 2 bis 3 Jahren mit 8.000 mittleren Business-Kunden in ihrem Cloud-Business-Segment. Also das ist zwar schon eine Zahl, die eine entsprechende Automatisierung voraussetzt und eine entsprechende Optimierung der Prozesse. Das ist aber also eine Zahl, die noch weit weg ist von den heutigen Skalierungsgrenzen. Was wichtig ist an der Stelle, speziell wenn man hier oben nochmal hinschaut, diese zwei Techniken, die heute im Einsatz sind, das Tunneling und das Planing, sind ja eigentlich orthogonal. Der eine benutzt also Planes, um also seine Tenants zu trennen, der andere benutzt Tunnel auf einer flachen Infrastruktur. Und in irgendeiner Form muss ich aber also darauf eingehen, dass beide Ansätze im Markt sind und dass es also durchaus auch die Situation gibt, dass ich von der einen auf die andere Lösung umsteigen muss. Dass ich virtuelle Maschinen habe, die mit Tunnels arbeiten und ich habe klassische Infrastruktur, Bare-Metal-Server-Storage-Systeme, die verstehen WLANs, aber keine Tunnel. Was wir, und nicht nur wir, aber was wir in den Fabrics also implementiert haben, ist sogenannte Virtual Tunnel Endpoints. Das heißt, ich kann also auch so einen Tunnel im Netz beenden und umsetzen auf ein WLAN. Auch wieder der Vorteil, ich habe innen in der Fabrik Interswitch Links, die mit der Außenwelt erstmal primär nichts zu tun haben. Das heißt, ich kann mit einem Tunnel reinmappen und mit einem normalen WLAN wieder rausmappen. Das heißt also, dadurch, dass ich also flexibel auf der Mapping-Seite bin, kann ich auch zwischen Protokollen und zwischen Technologien umsetzen. Ein sehr großer Vorteil ist mit der VMware auch auf der Kontrollseite implementiert. Das ist ja jetzt erstmal, muss immer hier bei solchen Sachen, muss man immer zwei Dinge betrachten. Das eine ist, geht es auf der Transportseite, kann ich die Daten entsprechend umformatieren, umstrukturieren? Und das andere ist, kann ich das auch von der Control-Plane-Seite her managen? Wenn ich jetzt hier einen VMware-Controller habe, der die Tunnel managt und ich terminiere einen Tunnel außerhalb in einem Netz, dann muss das integriert sein, weil sonst ist es für den ein halboffener Tunnel und der macht einen Alarm draus und sagt, also ich sehe die andere Seite nicht. Das heißt also, diese Virtual Tunnel Endpoints müssen dann auch entsprechend auf der Control-Plane-Ebene integriert sein. Haben wir gemacht, haben wir mit der VMware auch zusammen auf der letzten VMware World schon demonstriert, also dass das geht. Und jetzt seit März ist es auch als Produkt, also als wirklich also auch verkaufbares Produkt verfügbar. Jetzt, das war das Software-Defined Data Center, ein Stück weit schon also in die Zusammenarbeit dran, aber jetzt nochmal also etwas detaillierter. Ethernet Fabrics liefern die Basis für diese Software-Defined Data Center Lösungen auf der Netzwerkseite. Sie sind zum einen multitenantfähig mit dieser Fine-Grind-Labeling-Thematik bis zu 16 Millionen Tenants. Sie sind remote managebar, RESTful API, Single Point of Management. Die ganze Fabrik ist ein logischer Knoten, wird von außen entsprechend gemanagt. Sind vorbereitet für OpenFlow. Ab Ende des Jahres werden wir innerhalb der Fabrik auch einen zentralisierten Controller für OpenFlow haben, mit dem wir dann OpenFlow machen können. Sie skalieren. 16 Millionen, sie sind automatisiert, Self-Forming, Self-Healing, solche Themen. Sie sind entsprechend performant und reliable, also die Control-Plane ist verteilt, sie ist nicht auf einem Knoten, der dann ausfallen kann und dann ist die gesamte Control-Plane weg. Und sie sind entsprechend kompatibel, das heißt, ich kann Virtual Tunnel Endpoints, VXLAN zu WLAN-Translation machen, ich kann also praktisch die vorhandenen Techniken miteinander verbinden und verknüpfen. Das heißt, also wenn ich heute ein Datacenter baue, das bauen will, also das für solche zukünftigen Themen geeignet sein soll, dann bin ich gut beraten, also eine Ethernet-Fabrik zu benutzen. Und das ist so dieses, ja, von heute in Richtung
von gestern in Richtung heute, traditionelle Netzwerkstrukturen, physikalisch gemanagt durch Kabel und Verschrauben von neuer Infrastruktur hin in Richtung Fabriklösungen, Virtual Cluster Lösungen und hin zu SDN-Applikationen wie Netzwerkvirtualisierung, wie zentrales Orchestration und OpenFlow. Und das, Zusammenfassung dann, letzte Slide, ist das Bild des Software-Defined Data Center, das sich daraus ergibt. Auf der physikalischen Infrastruktur, klar, die Storage-Infrastruktur, die Compute-Infrastruktur, die Netzwerkinfrastruktur, die Physik. Das, was ich einmal aufbaue und dann hinterher möglichst nicht mehr anlange. Darüber die Virtualisierungsebene, Storage-Virtualisierung mit intelligenten Storage-Controllern, Server-Virtualisierung mit der Hypervisor Virtual Machine Technologie und dann hier auf der Netzwerkseite zum einen Netzwerkvirtualisierung, also die Virtualisierung der Netzwerkinfrastruktur in einzelne kleine Einheiten, WLANs, Tunnels, was auch immer, und die funktionale Virtualisierung, also virtuelle Router, virtuelle Load Balancer, virtuelle Firewalls, die auf dieser Physik aufsetzen und die dort dynamisch konfiguriert werden können. Hochgefahren, runtergefahren, hin und her geschoben. Wenn ich irgendwelche Änderungen in diesen Umgebungen mache, dann mache ich sie auf der virtuellen Ebene und nicht mehr auf der Physik. Darüber die Controllerschicht, Netzwerkcontroller, Server-Storage-Controller und darüber die Applikationsschicht. Zum einen die Applikationen, die diese Infrastruktur dann wirklich nutzen, die SAP-Lösungen, die Business-Software-Lösungen, was auch immer für Applikationen ich darauf abbilde und zum anderen aber auch die Webportale, mit denen der Kunde diese Infrastruktur dann ordern kann, mit denen er seine Infrastruktur as a Service als Beispiel bestellt. Und dann nebenbei muss man immer noch mit berücksichtigen, die komplette Orchestration-Schiene, das, was praktisch dann der Cloud-Service-Provider betreibt, also wie er die Infrastruktur monitort, wie er die Infrastruktur entstört, Maintenance, Fault-Handling. Diese Themen sind ja nicht weg durch Software-Defined Networking. Also die werden unter Umständen noch komplexer, weil ich halt eine Vielzahl von Einzelnutzern habe und weil ich also durch diese Menge und durch diese Größe dann auch entsprechend effizienter werden muss. Ich muss von Remote diagnostizieren können. Ich muss Fehler sehr schnell eingreisen können. Ich muss sehr schnell Redundanzwege schaffen können, sodass der einzelne User möglichst keine oder wenn überhaupt dann sehr kurze Ausfallzeiten erfährt. Das war's von meiner Seite. Gut. Danke, Herr Weingart. Für die Ausführungen, gibt es Fragen aus dem Plenum? Wie stellen Sie sich vor, dass sich diese Veränderung in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf den klassischen WAN-Management-Provider auswirkt, der ja eigentlich die ganzen Netze der globalen Firmen miteinander verbindet und zum Teil andere Netzwerkstandards einsetzt, als der Kunde in den LANs dann einsetzt? Wie stellen Sie sich das vor, diese Anbindung? Wie wird sich das weiterentwickeln, wenn man da ein bisschen in die Glaskugel schaut? Ja, guter Punkt. Was wir zum einen sehen bei den WAN-Anbietern, also bei den Carriern, die Bandbreite zum Beispiel Verbindung von Datacenters anbieten, die gehen zum großen Teil in Richtung Ethernet-VPN-Lösungen, VPLS-basiert. Die bieten ihre Dienste zum Teil als Q-in-Q enkapsuliert an. Damit also haben sie die 2x12-Bit, können praktisch also die Bandbreite schon für 16 Millionen Tenants strukturieren, indem sie halt praktisch 16 Millionen Einzelscheibchen also dort anbieten können. Sie finden heute schon Carrier, die über diese Ethernet-VPNs und diese Ethernet-Lösungen auch Bandbreiten-Management-Tools anbieten. Es gibt, ich habe selber für einen so einen Carrier als Produktmanager gearbeitet, Carrier, bei denen können Sie physikalische Ports bestellen und können dann über das Webportal einstellen, wie viel Bandbreite Sie abnehmen. Sie können die Bandbreite in einzelne WLANs strukturieren. Sie können Burst Rates und Obergrenzen für Bandbreitennutzung angeben. Sie können QoS-Strukturen entsprechend so konfigurieren. Das heißt, in Summe, die WAN-Carrier müssen
wenn sie Teil von diesem Ökosystem werden wollen, auch entsprechend intelligente Bandbreitendienste bereitstellen. Ansonsten werden sie zurückgedrängt und sind halt einfach nur noch Fat-Pipe-Anbieter und liefern halt dann das 10 Gigabit Punkt-zu-Punkt-Pipe-Element, das dann von entsprechenden Gateway-Routern oder Gateway-Switchen im Datacenter strukturiert wird. Und das ist also für den Warnkehrer ist jetzt die Frage, will er Teil an diesem Ökosystem sein, da muss er sich auf diese Thematik einlassen oder zieht er sich zurück? Es gibt auch Carrier, für einen von denen habe ich auch gearbeitet, die sich aktiv zurückziehen und sagen, wir machen nur noch Dark Fiber, transparente Wellenlängen und allenfalls Ethernet Fatpipes. Und alles andere überlassen wir unseren Anwendern. Frage beantwortet? Gut. Gibt es andere Fragen aus dem Publikum? Nicht? Dann habe ich noch eine Frage, Herr Weingart. Das ist ja immer so schön zu sehen. A Greenfield Approach. Ich baue mir mein Software-Defined Data Center und ich beginne bei Null. Das ist eine schöne Idee. Jetzt ist es aber so, dass die meisten, die hier drin sitzen, wahrscheinlich schon was haben und von A nach B müssen. Dann kann das ein Zwischenschritt sein. Was sind da die größten Herausforderungen, wenn ich jetzt in die Planung gehe und mir überlege, was sind die größten Challenges zum Software-Defined Data Center oder zu Ethernet Fabrics? Ja, vielen Dank für die Frage. Also das ist natürlich ein Problem. Das ist das Problem. Das sind neue Techniken. Ich habe zum Teil Equipment im Einsatz, also das diese Funktionen nicht abbilden kann. Das heißt, also es ist ein Rip-and-Replace-Ansatz, um zu solchen Themen zu kommen. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass ich komplett meine LAN-Infrastruktur in einem Schwung ersetzen muss. Das heißt, also ich suche mir den richtigen Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist zum Beispiel, wenn aufgrund von Verlagerungen bei meinen Applikationen oder bei meinen anders, also im Datacenter vorhandenen Technologien, plötzlich sich die Anforderungen aufs Netz ändern. Was wir zum Beispiel immer sehen ist, wenn Kunden anfangen, ihre Storage-Technologie zu erneuern, neue Storage-Systeme einkaufen, zum Teil IP-basierte Storage-Systeme oder Flash-basierte Storage-Systeme. Dort wird also oft, also aus einer ganz anderen, da schaut man gar nicht aufs Netzwerk als solches, sondern man schaut erstmal auf die Storage-Technik und da entscheidet man sich für eine bestimmte Lösung und dann plötzlich am Ende von dieser Entscheidung steht, Mensch, wir brauchen viel mehr 10-Gigabit-Ports. Wir brauchen jetzt plötzlich East-West-Verkehr, den wir mit unseren vorhandenen Strukturen nicht abbilden können. Und plötzlich generieren solche Technologieentscheidungen neue Anforderungen fürs Netz. Und dann kann ich hergehen und kann solche Teilstrukturen im Netz mit neuer Technik aufsetzen und kann jetzt sukzessive praktisch von der einen Ecke wachsen in das andere Netz und das andere Netz verdrängen. Das heißt, ich muss jetzt nicht das gesamte Netz in einem Schwung ersetzen, aber oftmals habe ich solche Startpunkte und das ist oft, also zum Beispiel der IP-Storage-Cluster mit seinem erhöhten Bedarf an 10-Gigabit-Ports, dass ich dort also eine Fabrik aufbaue und diese Fabrik dann von dort weg wachse. Haben wir auch gelernt an der Stelle, wir haben am Anfang gedacht, wie wir die ersten Fabrics konzipiert und auch in den Markt gebracht haben. Mit Multiparsing fällt das Thema Spanning Tree weg. Ich brauche kein Spanning Tree mehr, kann ich vergessen, alles gut. Bis wir dann festgestellt haben, dass genau diese Migrationsszenarien uns dazu zwingen, Spanning Tree doch zu implementieren. Aber nicht innerhalb der Fabrik, sondern an den Edge-Ports, weil also dort, wo die Fabrik dann auf den Rest im Datacenter trifft, sind klassische Netzwerktechnologien und dort muss ich plötzlich teilnehmen können an so einer Spanning-Tree-Topologie. Dort müssen meine Ports sich einbinden können in solche Strukturen und müssen dann auch also das Loop-Mitigation-Thema auf der Edge-Seite, auf der Außenseite mitspielen, weil sonst geht es nicht. Gut, danke. War eine sehr klare Antwort. Vor diesem Vortrag dachte ich noch, wir hätten das Nord-Süd- und Ost-West-Thema schon länger gelöst in unserer Geschichte. Jetzt habe ich festgestellt, dass wir immer noch daran arbeiten. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Vortrag was gebracht hat auf Ihrem Weg zum Software-Defined Data Center. Und ja, besuchen Sie uns an dem Stand. Brocket ist hier vertreten, auch EMC. Und wenn man die Diskussion noch weiterführen will, gerne jederzeit. Stehen gerne zur Verfügung. Danke. Ich glaube auch die